Heute für euch, warum Fred und George Weasley Peter Pettigrew nie auf der Karte des Rumtreibers gesehen haben. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, warum Fred und George Weasley Peter Pettigrew auf der magischen Karte des Rumtreibers nicht bemerkt haben. Nun, wie wir gegen Ende von Harry Potters drittem Jahr in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei erfahren, hat die Karte des Rumtreibers eine einzigartige Fähigkeit. Und zwar jede Person zu entlarven, die sich in den heiligen Hallen der Schule aufhält, unabhängig von ihrer Erscheinung. Sie stellt Hexen und Zauberer in Form eines Punktes dar, der den zugehörigen Namen zeigt und dabei stets die wahre Identität der Person offenbart. Dies geschieht unabhängig von jeglicher Magie, die sie vielleicht nutzen könnten, um anders auszusehen, wenn man ihnen persönlich gegenübersteht, wie zum Beispiel den Vielsafttrank. Dieser funktioniert nicht und täuscht die Karte nicht. Durch die Karte entdeckt Harry eine Reihe beunruhigender Geheimnisse, die mit jener verhängnisvollen Nacht zusammenhängen, in der seine Eltern ermordet wurden. Darunter fällt auch die schockierende Tatsache, dass Peter Pettigrew, der Freund seines Vaters, der angeblich in derselben Nacht gestorben sein sollte, noch am Leben ist. Und wie erfährt er das? Er entdeckt ihn auf der Karte des Rumtreibers. Aber ich greife vielleicht zu weit vor. Um etwas zurückzuspulen, während seines dritten Schuljahres glaubt Harry Potter zunächst, dass Sirius Black, ein entflohener Sträfling aus dem Zauberergefängnis Azkaban, der undankbare Freund seines Vaters ist. Man sagte, dieser Freund habe die Eltern von Harry Potter verraten und deren geheimen Aufenthaltsort an Lord Voldemort preisgegeben, was letztendlich zu deren Tod führte. Mit der Enthüllung immer mehr Geheimnisse erfährt Harry, dass es in Wirklichkeit James und Sirius anderer Freund Peter Pettigrew war, der sie beide verraten hatte. Er teilte James, Lily und Harrys Versteck mit Voldemort und war somit für den Verrat verantwortlich. Zudem trug er die Schuld an den Morden an einem Dutzend unschuldiger Muggel, einschließlich auch Sirius Black. Peter ging sogar so weit, sich seinen eigenen Finger abzuschneiden, in der irrigen Annahme, dass dies ausreichen würde, um die Zauberergemeinschaft davon zu überzeugen, dass er tot sei, was tatsächlich auch der Fall war. Dann gelang ihm die Flucht, als er sich in eine unregistrierte Animagus-Form als Ratte verwandelte. Von dort aus floh Peter in Gestalt eines Nagetiers vom Tatort und begab sich auf die Suche nach einer Zaubererfamilie, die ihn aufnehmen würde, um seine Ohren für Neuigkeiten über Lord Voldemorts Rückkehr offen zu halten. Und genau das schien Peter auch getan zu haben. Wie wir wissen, landete Peter Pettigrew bei keiner anderen Zaubererfamilie als den Weasleys. Die genauen Umstände, wie er es schaffte, als Hausratte in das Haus von Ron und seiner Familie zu gelangen, wurden nie offiziell bestätigt. Dies dürfte er getan haben, da die Weasleys für ihre Güte bekannt waren, jedoch als eher ärmliche Familie galten. Diesen Ruf hatten sie durch Arthurs Verbindung zum Zaubereiministerium und Mollys familiäre Verbindung zum Orden des Phönix. Es liegt nahe anzunehmen, dass Peter glaubte, diese mitfühlenden und gut vernetzten Menschen würden bereit sein, eine Ratte aufzunehmen. Daher wartete er im Garten darauf, von einem der zahlreichen Kinder der Familie entdeckt zu werden. Die Tatsache, dass Peter sich im Weasley-Garten aufhielt, wäre in Anbetracht dessen, dass er in Rattenform war und seine Art in der Serie als oft gewöhnliche Gartenratte dargestellt wurde, keineswegs auffällig gewesen. Ich stelle mir gerne vor, dass ein junger Percy Weasley, der damals etwa 5 Jahre alt gewesen sein muss, auf Peter stieß und seine Eltern fragte, ob er ihn behalten dürfte. Da die Weasleys nicht über viel Geld verfügten, willigten sie ein und erklärten Percy, dass diese Ratte sein Haustier sein würde, sobald die Zeit gekommen wäre, dass er nach Hogwarts gehen würde. Auf diese Weise mussten sie später keinen tierischen Begleiter für ihn kaufen. Von diesem Zeitpunkt an wurde Peter als Haustier in die Weasley-Familie aufgenommen und lebte dort 12 Jahre lang in der Gestalt von Krätze der Ratte, bis er im dritten Schuljahr von Harry auf der Karte des Rumtreibers entdeckt wurde. Beachtenswerterweise wurde er nicht von Fred und George, sondern zuerst von Harry Potter und später von Remus Lupin erkannt. Es ist ebenfalls erwähnenswert, dass Harry Peter erst in diesem Schuljahr auf der Karte bemerkt hat. Dies kam zustande, weil er zu dieser Zeit die Karte des Rumtreibers bekommen hat, ein Geschenk der Weasley-Zwillinge Fred und George. Dies führt uns zu der Erkenntnis, dass die Weasley-Zwillinge nicht die ursprünglichen Besitzer dieser magischen Karte waren. Die Karte des Rumtreibers, die detaillierte Pläne vom Hogwarts-Schloss und dem umliegenden Gelände zeigt, wurde ursprünglich von Harrys eigenem Vater, James sowie seinen engsten Freunden Sirius Black, Remus Lupin und auch Peter Pettigrew erschaffen.
Es scheint, dass Fred und George in den Besitz der Karte kamen, indem sie eine Streichbombe in der Schule zündeten, die im Büro des Hausmeisters Filch explodierte. Während ihrer Inhaftierung fiel den Zwillingen eine Schublade auf der beschlagnahmt und hochgefährlich stand. Sie brachen natürlich diese Schublade selbstverständlich auf, entdeckten darin die Karte des Rumtreibers, stahlen sie und lernten, wie man sie bedient. Was die genauen Details dieses letzten Teils betrifft, besteht unter den Fans eine kontroverse Debatte. Dennoch, wenn man die Antwort betrachtet, die J.K. Rowling in einem Interview vor einigen Jahren gab, scheint es recht wahrscheinlich, dass die Zwillinge Zugang zu der Karte erhielten, indem sie verschiedene Phrasen ausprobierten, um die Karte sichtbar zu machen. Rowling deutete an, dass möglicherweise die Karte selbst Fred und George dabei half, indem sie gelegentlich auf Phrasen ansprang, die dem eigentlichen Passwort sehr nahe kamen. In jedem Fall gelang es Fred und George, die Karte des Rumtreibers dazu zu bringen, sich selbst preiszugeben. Vielleicht konnte die Karte auch einfach erkennen, dass sie nach Streichen suchten, was natürlich dem ursprünglichen Zweck der Karte entsprach. Dies bedeutet, dass sie dann in der Lage gewesen wären, jede auf der Karte verzeichnete Person zu sehen, die sich in Hogwarts aufhielt. Wie bereits erwähnt, werden auf der Karte alle Personen, die sich auf dem Schulgelände befinden, mit ihren wahren Identitäten angezeigt. Warum haben Fred und George also nie Peter Pettigrew auf der Karte bemerkt? Er hätte zu der Zeit bereits auf der Karte erscheinen müssen, als sie lernten, wie man sie benutzt, da er ursprünglich Percys Haustier war und Percy den Zwillingen eigentlich ein paar Jahre voraus war. Wie bereits erläutert, konnte die Karte nicht durch Animagi, Vielsafttränke oder sogar Unsichtbarkeitsmäntel getäuscht werden. Das bedeutet, dass Peters wirklicher Name und nicht der Name der Ratte, Krätze, in jenem Jahr, in dem er nach Hogwarts gebracht wurde, auf der Karte erscheinen sollte. Wie ist es also möglich, dass die Zwillinge Fred und George ihn nie bemerkt haben, vor allem in der Gegenwart von Ron? Obwohl dies zunächst wie eine Unstimmigkeit in der Handlung erscheint, sehe ich hier eine recht plausible Erklärung. Zunächst einmal hätte der Name Peter Pettigrew für Fred und George nicht viel Bedeutung gehabt, denn warum sollte er auch? Innerhalb der Weasley-Familie wäre Peter lediglich ein Zauberer gewesen, der durch die Hand von Voldemort und seinen Todessern ums Leben kam. Betrachten wir es mal genauer. Selbst wenn Molly und Arthur Weasley tatsächlich von den Ereignissen zwischen Sirius und Peter in jener verhängnisvollen Nacht gewusst hätten, in der die Potters getötet wurden, warum sollten sie eine derart grausame Geschichte mit ihren Kindern teilen? Folglich hätte der Name Peter Pettigrew für keines der Weasley-Kinder irgendeine Bedeutung gehabt. Und selbst wenn sie von einem Schüler mit einem gleichen Namen wie dem Zauberer gehört hätten, der angeblich vor mehr als einem Jahrzehnt gestorben war, hätten sie wahrscheinlich keinen Grund gehabt, dessen Anwesenheit auf der Karte zu hinterfragen oder auch nur darüber nachzudenken. Was die ständige Nähe von Peter zu Percy und später zu Ron betrifft, sehe ich zwei mögliche Erklärungen. Erstens wurden Menschen auf der Karte des Rumtreibers als kleine sich bewegende Punkte dargestellt. In den Gryffindor-Schlafsälen und im Gemeinschaftsraum hätten sich viele dieser Punkte angesammelt, die sämtliche Schüler repräsentieren, die sich in diesen Bereichen aufhielten. Daher wäre es ziemlich schwierig gewesen zu erkennen, wie nahe sich Ron und Peter tatsächlich waren, da so viele andere Schüler auch dort waren. Zusätzlich haben Fred und George angegeben, dass sie die Karte hauptsächlich benutzten, als sie sie das erste Mal entdeckten. Als Fred und George die Karte jedoch Harry in seinem und Rons drittem Jahr übergaben, kannten sie sie bereits so gut, dass sie kaum noch drauf schauten. Dies könnte erklären, warum sie anfangs nicht bemerkten, dass Peter Pettigrew stets in Percys Nähe war, bevor er an Ron übergeben wurde. Danach war er immer bei Ron, wenn er in die Schule kam. Es ist auch durchaus plausibel anzunehmen, dass die Zwillinge sich nicht allzu sehr auf die Bereiche des Schlosses konzentrierten, in dem sich Peter aufgehalten hätte, nämlich den Gryffindor-Turm und die Klassenzimmer, die Percy und Ron mit Krätze begleiteten. Es scheint viel wahrscheinlicher, dass sie sich eher auf die Erkundung versteckter Tunnel und Gänge konzentrierten, während sie gleichzeitig natürlich nach Filch und den anderen Professoren Ausschau hielten, die in der Schule patrouillierten. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Warum glaubst du, dass Fred und George Peter Pettigrew nie auf der Karte des Rumtreibers bemerkt haben? Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare unten. Und wie immer, wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss bitte nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.